In diesem Video sprechen wir über ein weiteres Wasserstoffunternehmen, und zwar Neel ASA. Wir gucken uns das Unternehmen dahinter etwas genauer an und klären, ob der Aktienkurs auf dem aktuellen Niveau ein Kauf ist. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über Neel ASA, ein weiteres Wasserstoffunternehmen, nachdem wir uns ja schon mehrfach Plug Power etwas genauer angeguckt haben. Das Ganze basiert wie immer auf der YouTube-Community-Umfrage, die immer von Samstag bis Dienstag stattfindet, und da habt ihr für Neel ASA gestimmt und deswegen gucken wir uns die Firma heute mal ein bisschen genauer an und starten wie immer erstmal mit dem langfristigen Chartbild des Unternehmens. Und das geht aber leider nicht ganz so weit zurück wie bei anderen Unternehmen, denn das Unternehmen ist erst seit 2014 an der Börse, hat aber seitdem eigentlich einen ganz schönen Aktienchart hingelegt. Wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt an Plug Power und den Aktienchart, dann sieht das hier schon mal ganz anders aus. Aber wir gucken uns das später noch mal ein bisschen genauer an, wenn wir die Chartanalyse machen. Das Unternehmen an sich hat tatsächlich noch eine bisschen längere Historie als nur 2014, denn die ersten Anfänge gehen zurück auf 1927. Da wurden schon die ersten Electrolyzer von Neel ASA bzw. dem damaligen Unternehmen, das hieß dann noch anders, installiert in Norwegen. Und auch damals ging es schon um das Thema Wasserstoff. Dann gab es einige durchaus interessante Meilensteine dazwischen. Aber 2014 ging das Unternehmen dann auch an die Börse, was für uns ja dann interessant ist. Und auch dann ging es wirklich weiter mit der Entwicklung. Das Unternehmen ist ein reines Unternehmen, was sich auf Wasserstoff fokussiert hat. Anders als zum Beispiel Linde, die ja noch durchaus andere Gase machen, aber im Wasserstoffbereich eine deutlich größere Rolle spielen, zumindest was die Menge an Wasserstoff angeht, ist Neel ASA hier tatsächlich ein reines Wasserstoffunternehmen. Aber im Gegensatz dafür auch zu Linde sind sie ein Unternehmen, das sich rein auf die Herstellung von Wasserstoff mit Basis von erneuerbaren Energien, also nachhaltigen Energien, beziehen. Denn es macht ja wenig Sinn, wenn wir am Schluss aus unserem Auspuff Wasserstoff sozusagen ausspucken bzw. Wasserstoff zum Betreiben unseres Autos benutzen. Aber der Strom, mit dem der Wasserstoff gewonnen wurde, eher ein dreckiger Strom ist. Und das möchte Neel ASA anders machen. Sie sagen selbst natürlich, sie möchten es besser machen und möchten da erneuerbare Energien nutzen. Und dementsprechend sind sie da ein bisschen anders aufgestellt als eben die anderen Player hier im Wasserstoffmarkt. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Das ist eine Grafik, die Neel ASA bereitgestellt hat. Wir haben natürlich zum einen die erneuerbaren Energien, die hier den Strom anzeugen. Dann in den Electrolysern wird dann Wasserstoff gewonnen. Ebenfalls von Neel ASA kommen dann die Tankstellen. Und damit wird dann sozusagen das Auto, der Truck oder was auch immer dann eben durch Wasserstoff betrieben werden soll, auch am Schluss vorangetrieben. Mittlerweile hat Neel ASA drei Produktionsstätten, eigentlich sogar vier, aber in drei Ländern. Einmal hier in den USA, einmal hier in Norwegen und dann hier in Dänemark. Tatsächlich die meisten Geräte kommen hier auch aus Amerika, seit über 25 Jahren mittlerweile dort vertreten und natürlich in Norwegen, wo auch die Heimat des Unternehmens ist, seit über 90 Jahren jetzt hier aktiv im Wasserstoffbereich. Und tatsächlich ist das Unternehmen auch führend in der Auslieferung der Electrolyzer, zumindest was Umsatz angeht, aber nach Menge meines Wissens nach ebenfalls. Und wenn man sich mal anguckt, wie die weitere Auftragsbücherfüllung ist für das Unternehmen, dann schaut das ebenfalls nicht schlecht aus. Aber wie gesagt, wenn es darum geht, überhaupt Wasserstoff herzustellen, dann sind andere Unternehmen etwas größer, aber dafür eben keine rein nachhaltigen, also ganz so umweltbewussten Unternehmen wie Neel ASA das ist. Mittlerweile kann das Unternehmen einige starke Partnerschaften vorzeigen, wie hier zum Beispiel mit den Firmen Able und Wood, die hier weltweit dann auch dabei sind, sozusagen die Neel ASA Produkte im größeren Maßstab auszurollen und voranzutreiben. Damit haben sie sich schon mal eine sehr gute Partnerschaft auch aufgebaut, um weltweit ihre Entwicklung weiter voranzutreiben. Und sie sind sich auch ziemlich im Klaren darüber, wo ihre Position in dem ganzen Spiel ist. Denn sie fokussieren sich hier zum einen mal auf die Produktion dieser Electrolyzer, mit denen man den Wasserstoff gewinnen kann, und dann sozusagen die Bereitstellung des Wasserstoffs anhand von Tankstellen. Sie wollen sich weniger mit der Energieproduktion oder mit den anderen Bereichen, die es dann hier noch so gibt, also den Fahrzeugen an sich oder Industrieapplikationen beschäftigen, sondern sie wissen genau, wo ihr Fokus liegt, und das ist schon mal eine sehr schöne und sehr gute Sache. Andere Partnerschaften, mit denen sie ebenfalls hier vorangegangen sind, ist zum Beispiel mit First Solar. Auch die sind ja kein Unbekannter in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Und eben auch hier mit Iberdrola. Da stellen sie 20 Geräte bereit. Hier für Spanien, Iberdrola ja einer der größten Energieversorger Europas. Also insofern auch hier eine starke Partnerschaft und einen starken Fuß, den sie da hier mit drin haben.
Wenn wir uns das Unternehmen jetzt ansonsten noch mal ein bisschen anschauen, dann sehen wir natürlich auch, und das sagen Sie auch sehr klar in Ihrer Unternehmenspräsentation, dass Sie jetzt weiterhin in der Phase sind, in dem das Unternehmen weiterhin stark investieren muss und deswegen auch so ein bisschen die Gewinnaussichten wieder angepasst hat. Denn Sie sehen einfach, dass es jetzt einen gewissen Bedarf gibt, dass Sie viel investieren müssen, natürlich in Ihre Personen an sich, aber auch in die Technologie und dass dementsprechend auch weiterhin bei Neil Asa nicht mit den großen Gewinnen zu rechnen ist. Also Sie sind mit Sicherheit noch nicht über den Punkt hinaus, wo Sie schon aus Ihrem Technologiepunkt und aus Ihrer Menge an Electrolysern, die Sie da ausliefern, bereits die großen Gewinne herausschöpfen können. Da haben Sie noch einen Weg vor sich, aber Sie wissen zumindest schon mal genau, wo Sie stehen und wie das Ganze weitergehen soll. Jetzt muss man auch ein paar Dinge mal ein bisschen kritisch beäugen, denn das Ganze klang jetzt vom Prinzip her mal gar nicht schlecht. Sie sind auf einem guten Weg, Sie haben eine lange Historie, haben schon einiges mitgemacht und haben bisher noch alles irgendwo überlebt. Auch der Aktienkurs an sich schaut ja nicht schlecht aus, aber es gibt natürlich auch Risiken, die bei so einem Unternehmen, das ja durchaus ein bisschen kleiner ist und das stark im Fokus ja auch durchaus steht, mit zu Buche schlagen. Und ein Thema ist natürlich auch, dass Wasserstoff an sich noch nicht unbedingt das sicherste Thema ist. Das wissen wir nicht erst seit Hindenburg, sondern das wissen wir tatsächlich auch, als hier in Norwegen mal eine Wasserstofftankstelle explodiert ist. Und das war auch eine Tankstelle von Nel. Das hat auch den Aktienkurs entsprechend unter Druck gebracht und auch das Unternehmen an sich erstmal wieder ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. Mittlerweile hat sich das Ganze wieder ganz gut erholt, aber nichtsdestotrotz, solche Dinge können natürlich auch gerade bei so einem kleineren Unternehmen den Aktienkurs extrem beeinflussen und können natürlich auch das ganze Unternehmen extrem gefährden, gerade wenn eine Technologie wie diese noch relativ am Anfang steht. Das war an Anfangstagen der Elektrizität nicht unbedingt anders. Das heißt nicht, dass es dann vorbei sein muss, aber das heißt auch nicht unbedingt, dass Neil Asa am Schluss der ist, der die Früchte auch voll die Arbeit erntet. Das muss man sich einfach ein bisschen bewusst sein. Und ein anderes Thema, was mich immer so ein bisschen stutzig macht, wenn ich so ein Unternehmen auch recherchiere und dann einfach auch mich mal umgucke, ist, wenn ich nur das Unternehmen Neil Asa in Google eingebe und alles, was ich dazu finde, die ersten 5 Seiten gefühlt, betreffen überhaupt nicht die Produkte oder das Unternehmen oder was es sonst so gemacht hat, sondern es betrifft rein den Aktienkurs. Und dann sieht man, naja, vielleicht ist da doch ein bisschen mehr Spekulation drin als vernünftige Anlage. Wenn tatsächlich nur noch hier Finanzen.net vor Investors, Finanztrends und Vista und Co. eben irgendwelche Berichte darüber herausbringen, wie der Aktienkurs sich denn jetzt aktuell verhält, dann merkt man, da ist das Interesse an der Aktie größer als an den eigentlichen Produkten. Das ist bei anderen Unternehmen nicht anders, zumindest eher Hype-Unternehmen ist das nicht anders. Bei eher gestandenen Unternehmen sieht das dann schon anders aus, da muss man schon extra Aktie eingeben, um auf die Ergebnisse zu kommen. Also sowas muss man immer ein bisschen im Fokus behalten, wenn ein Unternehmen so stark über Nachrichten getrieben ist und so im Fokus, zumindest die Aktie an sich im Fokus steht, dann, wenn da ein bisschen irgendwie negative Berichterstattung kommt, dann flüchten natürlich viele Anleger auch da raus und das bringt dann den Aktienkurs unter Druck. Jetzt gucken wir uns das Unternehmen aber im Aktienfinder mal noch ein bisschen genauer an und gucken uns da die Finanzzahlen mal ein bisschen genauer an und gucken zuallererst mal auf den Umsatz. Und da sehen wir auch, hier hinten gibt es noch so eine Anfangszeit von 1998, das brauchen wir uns aber eigentlich nicht groß angucken. Aber wir sehen aber mal ganz grundsätzlich schon, dass die Umsätze hier stark angestiegen sind in den letzten Jahren und vor allen Dingen noch viel stärker ansteigen sollen. Tatsächlich, die Margen brauchen wir jetzt nicht drüber reden, sehr stark schwankend, aber zumindest mal die Bruttomarge relativ stabil, leider bei -42%, auch die operative Marge eher stabil im Minus, bei -62%, nur die Nettomarge, die macht natürlich ihre Schwünge. Und damit sehen wir natürlich auch schon, wenn wir uns den Gewinn angucken, dass da noch nicht allzu viel zu holen ist, lange in der Verlustzone. Jetzt tatsächlich die letzten Jahre so ein bisschen im Plus gewesen, aber auch die nächsten Jahre, das haben wir ja gerade schon gesehen auf der einen Folie, soll es auch eher wieder nach unten gehen. Also das ist nichts, worauf man auf Basis von Gewinn und Gewinnkalkulation jetzt irgendwas abschätzen kann. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, Neil Asa hat eine sehr solide Bilanz. Die ist tatsächlich sehr stabil. Wir sehen hier unten, der Verschuldungsgrad liegt hier gerade mal bei ungefähr 10%. Und das, was wirklich zu verzinsende Schulden sind, ist marginal ein paar Prozent. Insofern kann man sagen, die Kapitalausstattung von Neil Asa ist für die nächsten Jahre mit Sicherheit nicht schlecht. Also sie haben mit Sicherheit auch die Kapazität und die Möglichkeit, weiter zu investieren. Insofern ist das schon mal eine sehr schöne Sache. Also auch wenn das Unternehmen jetzt gerade mal keine Gewinne macht und natürlich noch ein hochspekulatives Investment ist, so ist es natürlich trotzdem so, dass die Bilanz erstmal soweit stabil ausschaut und das Ganze durchaus einige Jahre erstmal auf Basis der aktuellen Bilanz laufen kann. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass immer wieder neue Aktien ausgegeben worden sind. Das heißt, wenn ich als Investor in dem Unternehmen beteiligt bin
dann führt das auch dazu, dass ich weiterhin wahrscheinlich eher meinen Anteil verwässert bekomme, dadurch, dass zum Finanzieren des Wachstums auch vermutlich weiterhin neue Aktien ausgegeben werden. Denn wir haben gesehen, das Unternehmen muss weiter stark investieren, um hier vorne dabei zu bleiben. Und es hat natürlich auch mit anderen Unternehmen wie Linde und Co. einen starken Wettbewerb. Insofern wird das wahrscheinlich nicht ausbleiben. Wenn wir jetzt mal auf das KGV gehen, dann brauchen wir eigentlich gerade nicht groß drüber reden, weil auf welcher Basis soll sich das groß berechnen? Wir haben momentan zumindest mal ein KGV von ungefähr 36. Selbst das bereinigte KGV bei 27,28. Das ist jetzt nicht unbedingt niedrig, nicht unbedingt hoch. Da fehlt so ein bisschen die historische Vergleich, auf Basis dessen wir das beziehen können. Aber zumindest haben wir eine erste Hausnummer, in welche Richtung das geht. Und wenn wir uns jetzt mal den Piotrowski-Score angucken zu Neil Asa, sehen wir ja so 4 von 9. Aber das ist ja auch nicht so sonderlich verwunderlich. Auch wenn der Umsatz hier schön stabil gestiegen ist, sehen wir natürlich bei vielen anderen fundamentalen Zahlen, die ja eher die die fundamentale Sicht auf das Unternehmen zeigen, eher ein mittelmäßiges Bild, aber das wäre jetzt auch alles andere als überraschend. Ähnlich sieht es auch aus, wenn wir jetzt mal in den Aktienfinder zurückgehen, was die Aktienbewertung angeht, denn das wird ja im Endeffekt über Gewinn und Cashflow und Dividende berechnet. Dividende gibt es keine, Gewinn gab es auch nicht immer und Cashflow, ja, sehen wir natürlich, das war auf dem Minus und dann gibt es hier eben so einen kleinen Spike. Insofern kann man jetzt hier nicht wirklich davon reden, dass wir hier irgendwo eine Bewertungsgrundlage haben, auf der wir hier irgendetwas ansetzen können. Wir sehen, wir haben ja hier die KGVs, die im Moment eher so bei 36 liegen. Und wenn wir das Ganze jetzt hier mal ein bisschen nach vorne prognostizieren, sehen wir auch weiterhin keinen Umsatz, von dem wir irgendwie reden könnten oder mit dem wir hier irgendwas anfangen können. Und das führt uns dann natürlich zur Chartanalyse, die uns da ein bisschen besser weiterhelfen soll, das Unternehmen und die weitere Entwicklung zumindest des Aktienkurses einschätzen zu können. Und dann gucken wir mal wieder auf den langfristigen Chart vom ersten Bild. Und was wir da sehen können, ist, dass wir hier so seit 2016, 2017 ungefähr in so einem Aufwärtskanal uns befinden. Gehen manchmal ein bisschen oben drüber hinaus, aber im Endeffekt sind wir hier im Moment im unteren Bereich dieser Unterstützungstrendlinie. Insofern ist das eine ganz interessante Sache und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer und ein bisschen näher an. Gehen jetzt hier noch ein bisschen näher rein und was wir sehen ist jetzt hier noch mal ein bisschen genauer, dass wir hier oben nach oben gehen. Wir haben zwar hier so ein paar Dochte, die unten drunter durchgucken, das ist jetzt aber nicht weiter wild. Das ist bei so einer Aktie auch nicht weiter verwunderlich. Und wir sehen aber auch, dass wir jetzt hier so seit Mitte letzten Jahres irgendwo eine Unterstützung haben, wo der Aktienkurs ja jetzt hier doch deutlich wieder korrigiert hat, von ungefähr 36 norwegischen Kronen zurück auf ungefähr 17. Also hat sich hier ungefähr auch um 50-60% wieder reduziert vom absoluten Höhepunkt, wie so viele andere Hype-Aktien und nachhaltige Unternehmen seit Anfang des Jahres ja ebenfalls. Und da ist schon die Frage, ob das jetzt hier nicht, wie bei anderen Unternehmen in dem Umfeld, nicht gerade ein interessanter Zeitpunkt sein könnte, jetzt wieder einen Einstieg zu suchen. Denn wir sehen ja, wir haben zum einen die Unterstützung hier, auf der das Ganze jetzt seit Wochen tatsächlich aufsitzt. Wir haben hier auch den etwas längerfristigen Aufwärtstrend, der jetzt hier auch verläuft. Insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn das Ganze hier tatsächlich mal einen gewissen Boden gefunden hat, nachdem es ja schon ziemlich zurückgekommen ist. Jetzt gehen wir das Ganze noch mal ein bisschen näher ran, zoomen aufs Daily, dann sehen wir hier noch mal die Unterstützungslinie. Wir sehen auch hier, das war im Prinzip so dieses alte Ausbruchsniveau, gab ja hier ein Hoch, das war dann erstmal ein Widerstand, dann ging es hier oben drüber mit einem Gap oben drüber hinaus, hat das Ganze dann wieder von oben angetestet, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Dann ging es hier oben drüber hinaus, war auch eine Übertreibung, haben wir auch vorhin schon im längerfristigen Trend gesehen. Und seitdem ging es jetzt hier nach unten, hat jetzt hier aufgesetzt. Und was wir auch sehen können, ist, dass wir hier von der Oberseite noch einen intakten Abwärtstrend haben, der hier ebenfalls noch runterläuft. Und jetzt natürlich schon die Frage, wie können wir denn damit umgehen? Und wie könnten wir denn jetzt in die Aktie reingehen, wenn wir das wollten? Natürlich können wir jetzt direkt einsteigen und können sagen, ach, das sieht ja ganz gut aus. Ich steige hier direkt ein im aktuellen Preis von ungefähr 17 norwegischen Kronen. Wenn es hier unten drunter durchgeht, dann kann ich mich hier ausstoppen lassen beziehungsweise kann einfach aktiv rausgehen und kann sagen, okay, das war jetzt einfach mal ein Versuch. Oder was ich ebenfalls machen kann, ist, ich warte jetzt im Prinzip einfach ab, bis sozusagen dieser Abwärtstrend nach oben durchbrochen ist. Das ist vielleicht hier so bei 20 norwegischen Kronen ungefähr der Fall. Setze dann ebenfalls meinen Stopp hier unten drunter, habe dann aber halt eben auch ein Risiko von 25%, was eben ein bisschen größer ist. Ja, natürlich kann ich das Ganze auch noch ein bisschen tiefer setzen unter diese Tiefs hier von September, Oktober 2020. Dann sind es ungefähr 30%, wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Aber das ist natürlich auch für so eine etwas spekulativere Aktie durchaus erstmal ein initialer großer Stopp. Was ich eher mir vorstellen kann, wie es jetzt weitergeht, ist, dass wir vielleicht eher so über den Sommer hinweg doch noch ein bisschen hier in diesem
Dreieck weiterlaufen würden, dass es jetzt hier nicht so einen riesen Schub nach oben direkt macht, sondern vielleicht das Ganze nochmal nach oben antestet, dann vielleicht hier nochmal runtergeht und dass wir erst so im September, Oktober, ist jetzt nur eine Vermutung, aber nicht ganz so unbegründet, dass wir noch bis September, Oktober brauchen, bis wir dann hier oben drüber hinausgehen. Und dann könnte man hier vielleicht sogar schon bei 18 norwegischen Kronen einsteigen. Das ist auch ungefähr auf dem heutigen Niveau. Man wartet einfach nur eher ein bisschen ab, dass es auch nach oben geht, dass man sozusagen diesen Kaufimpuls sieht und jetzt nicht einfach nur auf Verdacht reingeht, ja, und wartet so lange ab, bis man diesen Impuls sieht. Und dann ebenfalls diesen Stopp hier unten drunter legt, dann sind das auch nur noch 12%, insofern ein bisschen vertretbarer. Und das wäre eine Möglichkeit, wenn man in die Aktie reingehen möchte, dass man eben hier so ein bisschen noch abwartet, das Ganze auf der Lauer liegend beobachtet und mal diesen Abwärtstrend sich auch anguckt. Und dann, wenn man eben so einen Kaufimpuls sieht und sieht, okay, scheinbar geht es jetzt doch wieder nach oben, dass man dann einsteigt und den Stopp eng dahinter legt, um zumindest sich mal noch ein bisschen abzusichern. Ich persönlich bin nicht in dem Unternehmen investiert. Ich lege mich im Moment auch nicht auf die Lauer. Ist einfach nicht so mein Thema im Moment. Ich habe da ein paar andere Aktien. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mit mir mal drüber sprechen möchtest, ob die Aktie was für dich ist oder wie du auch solche Analysen anstellen könntest oder was du sonst noch beachten solltest, bevor du in so eine Aktie einsteigst und nicht nur den Kaufimpuls abwartest, sondern auch die anderen Dinge, die du angucken möchtest, dann melde dich gerne mal zum kostenlosen Strategiegespräch mit mir. Dann sprechen wir genau solche Dinge mal durch, klären mal deine Situation und gucken mal, was für dich am meisten Sinn macht. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir was gebracht und würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, einen Kommentar hier unten drunter lässt, was du gerne im nächsten Video noch erfahren möchtest oder welche Unternehmen ich mir sonst noch angucken soll. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg an der Börse, eine schöne Woche und freue mich, dich beim nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut, ciao.